So, die neue Season ist eingeleitet. Theros ist langsam richtig alt mit Theros Beyond Death. Und deswegen habe ich es endlich mal geschafft, so ein Promopack, nachdem der große Hype darum mal verschwunden ist, zu holen. Und ihr wisst, ich finde diese Promopacks total geil. Deswegen machen wir jetzt mal einen auf. Gucken, was hier so drin ist. Einfach mal komplett zerstören, das Ding. Okay, hier ist ein Mensch-Soldat. Da ist wahrscheinlich der Code hinten drauf. Lasst mich gucken. Ja, da ist ein Code hinten drauf. Dann unsere erste. Ah, oh mein Gott. Hi. Khan, der große Schöpfer. 4 Mana. Alle Fähigkeiten von gegnerischen Artefakten werden negiert. 5 Marken plus 1 bis zu deinem nächsten Zug wird ein Nicht-Kreaturen-Artefakt zu einer Kreatur mit Stärke und Widerstandskraft gleich der Mana, die sie hat. Für minus 2 bringt man eine Artefaktkarte aus dem Sideboard, also eine Karte, die man besitzt, aber nicht im Spiel findet. Oder im Exil befindet tatsächlich. Nicht in der Partie oder im Exil befindet offen auf die Hand. Uff, Haikan. Grey Merchant of Asmodeial. 5 Mana 2-4, wenn er ins Spielfeld kommt, verliert jeder Gegner x Lebenspunkte und ihr kriegt x Lebenspunkte, wo x die echte Anzahl an Hingabe zu schwarz ist. Das stark. Und was zur Hölle? Caraxel, Hand des Schicksals. 4 Mana, 4 Marken. Plus 1. Schau die obersten 4 Karten deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine Verzauberungskarte offen vorzeigen und sie auf deine Hand nehmen. Den Rest im Libyranfolge und der Bibliothek. Das ist sehr stark. Minus 3. Schicke eine Kreatur in eine Verzauberung deiner Wahl, die du nicht kontrollierst, ins Exil. Bis eine Verzauberung deiner Wahl, die du kontrollierst, das Spielfeld ist. Man kann irgendwas zum Oblivion Ring. Nice. Und 7 Mana bringe alle Verzauberungskarten aus dem Friedhof zu. Ja, also das war geil. Das muss man ja sagen. Deswegen mag ich die Packs. Sie sind kurz, sie sind quick, sie sind voller Power. Ich kann nicht aufhören damit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.